Was mir auch sehr leid tut. Also im Nachhinein muss ich auch sagen, dass es ein bisschen überzogen war meinerseits. Aber in dem Moment war ich sowas von sauer. Also das Spiel ist schon eigentlich ganz gut. Also es hat zwar so seine Schwachstellen, aber ja, ich habe es da ein bisschen übertrieben, glaube ich. Wie gesagt, das tut mir sehr leid, dass ich so extrem rumgeraged habe. Aber wie gesagt, in dem Moment war es wirklich extrem frustrierend und ich war ziemlich angepisst. Gebe ich zu, stehe ich auch zu. Und ja, aber das mit den Dislikes, das habe ich so gemeint, wie ich es gesagt habe. Und hier ist die letzte Seite. Sehr schön. Wunderbar. Damit ist das Informatikzentrum, so nenne ich das immer, auch wenn es anders heißt, das wissen wir ja jetzt. Für mich ist es das Informatikzentrum. So, jetzt müssen wir nur noch diesen verdammten roten Steinbot kriegen. Die Frage ist nur, wo ist er? Peppa, hast du unsere Seite schon gefunden? Aber vielleicht solltest du besser erst alle Steinbotter erledigen. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich bin auch auf der Suche nach dem Roten. Die Frage ist nur, wo hält sich der Rote auf? Wahrscheinlich steht er gleich direkt neben mir oder so. Also hier muss man wirklich das öfter mal alles auf den Kopf stellen. Weil sowohl die Seiten als auch die Steinbots, die spawnen eigentlich überall, aber nur in beschränkter Anzahl. Lalalala. Schubidubidu. Guck mal, ja, alleine guck mal, Zuschauer da draußen, ne? Ja, ist klar. Die Zivilisten, die NPCs, die laufen hier auch alle wild durch die Landschaft jetzt. Irgendwo muss dann auch der rote Steinbot sein. Also nicht unbedingt unter den NPCs. Ah, wo war der noch? Es ist so lange her, dass ich das gespielt habe. Verdammt nochmal. Aber das Schiff ist interessanterweise noch da. Okay, das sind beides NPCs. Die sind nicht betroffen. Wo ist dieser blöde rote Steinbot? Ah, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ah, zwei sogar. Guck an. Verdammt. Kommst du woher? Also die Weißen können noch so oft kommen. So. Aber der Rote ist uns leider entwischt. Genau der, den ich haben wollte. Verdammt nochmal. Ja, ich krieg dich ja doch. Ich schmeiß dich mit meiner Pizza ab. Du Schweinehund. Wo läuft der denn rum? Verdammt. Es ärgert mich, dass ich da ausgerechnet runtergerutscht bin. Jetzt rutsche ich schon wieder. Ganz toll. Wo treibt er sich jetzt rum? Da, ich sehe ihn. Er hat nämlich diesen komischen Gang an dabei. Und jetzt, da er sich an einen NPC geklammert hat, hat er diesen normalen Gang in Anführungszeichen. Also sie können nicht normal gehen, die Bots. Da kann man die sehr gut identifizieren. Gut, unsere nächste Aufgabe verschlägt uns ins Informatikzentrum. Woher weiß ich das? Ich, wie gesagt, ich kenne dieses Spiel. Es ist für mich kein Blindprojekt. Also ich habe es auch schon mal durchgespielt. Ich glaube ein oder zweimal. Deswegen weiß ich auch, dass wir jetzt hier hin müssen und ein Minispiel kommt, bei dem ich so meine Schwächen habe. Gebe ich zu. Weil das im Laufe der Zeit nämlich ziemlich schnell wird. Wenn du die Tasten drückst, kannst du die lästigen Steinbotter treffen. Aber pass auf, dass du mich nicht erwischst. Ja, und wir können mit den Dreieck, Viereck, Kreis und X-Tasten dementsprechend zuhauen. So müssen wir die Steinbots erwischen. Also die müssen wir treffen. Aber den Informatik dürfen wir eben halt nicht erwischen. Und oben links seht ihr auch, wie viele wir bereits erwischt haben. Und oben rechts wird angezeigt, wie oft ich entweder daneben geschlagen habe oder den Infomaniac erwischt habe. Und jetzt haben wir schon zweimal. Verdammt. Den darf ich nicht schlagen. Den darf ich nicht schlagen. Aber den darf ich schlagen. Oh, ja. Dann. Ja, da geht's schon los.
Wie gesagt, Schnelligkeit ist nicht so meine Stärke eigentlich. Unten seht ihr auch die Prozentzahl an, Aber das fangen wir mal nochmal an. Scheiße. Wenn du die Tasten drückst, das war ja gar nichts. Aber pass auf, dass du mich nicht triffst. Ja, ich bin kein Freund dieses Minispiels, gebe ich ja ganz ehrlich zu. Also die erste Phase, die läuft auch ganz gut. Und ja. Und dann geht es nämlich richtig rund und dann wird es nämlich richtig scheiße. Sag ich mal so. So. Übrigens, ich hatte ja auch rumgeraged auf der Seite von Nott. Das werdet ihr aber auch noch zu Gesicht bekommen. Die Bruderschaft von Nott, also das Let's Play... Oh, 99%! Das Let's Play hat nämlich auch ein Problem, denn es gibt dort einen defekten Part tatsächlich. Der 11. Part ist defekt, leider. Was mir auch sehr leid tut. In dem Sinne defekt, dass er einfach nach 10 Minuten Videomaterial plötzlich gestoppt hat. Also das Videomaterial blieb stehen, während die Audiodateien, also Sound vom Spiel... Sound von mir, scheiße. Nein, nicht scheiße, sondern aus irgendeinem Grund weiterging. Jetzt gehen die Fails los, scheiße. Laszlo, zück deinen Stift. Ich liebe es, den Infomaniac zu erwischen. Hoffentlich kriege ich zumindest das Bronze. Also ich habe hier immer Bronze gekriegt, ich war nie höher. Gebe ich zu. Verdammt. Bronze reicht mir. Etwas lädiert, aber trotzdem nicht schlecht gemacht. Danke, bloß raus hier. Ne, nochmal probieren, ich denke nicht daran. Mehr als Bronze, Bronze genügt mir hier durchaus. Also das ist wirklich nicht meine Stärke, ihr habt es ja gesehen. Gebe ich aber auch offen zu, also ich habe damit kein Problem, das zuzugeben. Nicht jeder kann seine Stärken voll ausschöpfen und das ist nun mal nicht meine Stärke. Ist nun mal so. Aber stehe auch zu dieser Schwäche. Bin ich ja ganz ehrlich. 0001111000. Notruf von der Castle-Insel. Dringend. Der Steinbrecher hat die Brücke zerstört. Schlechte Nachricht. Der Steinbrecher hat die Lego-Insel verlassen. Die gute Nachricht ist, wir wissen jetzt, wo er steckt. Er ist auf der Castle-Insel. Den schnappen wir uns. Ich krieg noch Geld von ihm für die Pizza. Aber das ist jetzt wohl das geringste Problem. Er hat die Brücke zwischen den beiden Burgen eingerissen und nun können die Burgbewohner gar nicht mehr gegeneinander kämpfen. Oh. Das ist ja grauenhaft. Mhm. So ist es. Jemand muss zum Rescue-Hauptquartier gehen, ein Boot besorgen, schnell zur Castle-Insel flitzen und noch schneller die Brücke reparieren. Ich hatte gerade 5 Minuten Zeit. Dann auf ins Rescue-Hauptquartier. Ja, es ist wirklich sehr bedauerlich, wenn zwei verfeindete Fraktionen sich nicht bekämpfen können. Ist wirklich extrem schade. Würde es ja Frieden geben, das geht ja nicht. Nee, also es muss immer Krieg herrschen in dem Spiel hier. Man merkt, man hört es ja. Gut, wir gehen jetzt auf jeden Fall zu dem Hauptquartier, wo die beiden Schiffe vor Anker liegen. Normalerweise sind jetzt ja nur das eine. Da ist er schon. Ich war Erster. Warst du nicht? War ich doch. Warst du doch nicht? War ich eben doch, Ed. Also, nun brauchst du ein Boot. Besorg dir ein Boot und fahr zur Castle-Insel, wo rüstige Ritter in mittelalterlichen Mauern leben. Und Bürger und Brücken deiner Hilfe haben. Cool! Ja, okay. Dann werden wir jetzt in das Boot steigen.
müsste gehen. Von hier aus. Ah. Ja, ihr seht richtig. Es gibt übrigens nur bestimmte Landestellen. Wie ihr seht. Also die beiden, wo der Pfeil ist, da dürfen wir an, vor Anker gehen. Ich muss jetzt mal gucken, wo wir hin dürfen. Ich glaube, die Sirene können wir nicht anmachen. Können wir das denn ändern? Ja, das ist doch mal eine schöne Farbkombination. Gibt es noch eine andere? Nö. Dann nehmen wir doch die. Die ist doch viel schöner. Jetzt muss ich nur gerade dieses Portal suchen. Denn es gibt ein Portal, das uns zu einer anderen Welt dann schicken wird. Das ist dann schon die zweite Welt tatsächlich, die wir in Angriff nehmen. Das in der ersten Hälfte der ersten Session. Also ihr seht anhand dessen, dass das Projekt wahrscheinlich ziemlich kurz sein wird. Aber keine Sorge, es werden wieder längere Projekte geben. Ah, da ist das Portal. Da müssen wir rein. Genau, und das bringt uns dann zur Castle-Insel. Jawohl. Ich glaube übrigens, dass es in diesem Spiel insgesamt 4 Welten gibt. Glaube ich. 4? Also 4? Ich glaube, es waren 4. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich habe das zu lange nicht gespielt. Übrigens, wo ich das zuletzt gespielt habe, bin ich noch zur Schule gegangen. Also ist weitaus länger her als Yu-Gi-Oh! Beispielsweise. Halt! Ich glaube, wir sind schon an der Landebucht vorbei. Übrigens, die Farbe sieht doch viel besser aus. Findet ihr auch, oder? Wunderschön, diese Farbe. Huscha! Huscha! Oh, wundersamer Ritter in noch wundersamerer Rüstung. Sag, bist du gekommen, die Brücke zu richten? Sie ist zerstört und wir können nicht schwimmen. Bitte hilf uns, unsere Brücke zu reparieren. Deshalb bin ich hier, alter Haudegenmann. Ich bin Legomeister und Brückenrestaurator. Ja. Wäre bei der Rüstung auch ziemlich schwierig, weil die Rüstung im Mittelalter ziemlich schwer war. Hier haben wir schon mal einen Kelch. Also hier können wir tatsächlich Kelche sammeln. Und ich finde das sehr geil mit der Atmosphäre hier. Also auch mit den beiden Schlössern, die es hier gibt. Der Musik und dann noch den Wind im Hintergrund. Das ist schon geil gemacht, ja? Muss ich echt sagen. Da ist ein Kelch. Gleich mitnehmen. Also ihr seht auch, die Kelche bringen uns natürlich Punkte. Also jede Welt an sich ist für sich abgespalten. Aber unsere Hauptwelt, also die Lego-Insel, da werden tatsächlich sämtliche Punkte dann, glaube ich, auch zusammengezählt. Hier irgendwo noch ein Kelch, der hier irgendwo verborgen liegt. Ich werde jetzt erstmal die Soldaten hier anschnacken, erstmal den Bogenschützen. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ob du unsere Brücke wieder hinkriegst. Dein Ziel liegt im Osten. Vor allem, wie schön sich die Synchro erstmal ändert, ne? Wir können gar nicht kämpfen. Da wird ja der Pfeil im Köcher verrückt. Auch schön. Dein Ziel ist es, die Brücke wieder aufzubauen. Ich glaube, die haben hier die beiden Synchronstimmen ein bisschen vertauscht, aber das geht schon in Ordnung. Füll die Lücke in der Brücke. Ups. Eine Amazone, was macht die denn hier? Pepper, überbrücke die Lücke. Wir haben unseren Namen gar nicht genannt, Soldatin. Woher weißt du, wie wir heißen? Creepy. Sie verkennt unseren Namen. Wow. Ah, und hier sind König und Königin. Seit die Brücke kaputt gegangen ist, herrscht hier nur noch Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir haben gerade festgestellt, der König ist ein Vollpfosten, denn er hat einen Pfosten als Gesicht. Entschuldigung, das muss sein. Versteh mich nicht falsch, ich mag Eierkuchen. Besonders, wenn er mir nach der Eroberung der Bullenburg vom Leibkoch des Bullenkönigs serviert wird. Ist das nicht schön? Seit die Brücke kaputt. Ja, ist gut. Wie schön, dass du gekommen bist. Unsere Brücke muss repariert werden. Ja, das sind also so die üblichen Gesten. Entweder das Abnicken oder dieses Hin- und Herbewegen mit dem Körper. Die Waffen ruhen.
bis die Brücke wieder aufgebaut ist. Ist es nicht schön. Ich werde die Brücke auch noch reparieren, aber nicht jetzt. Denn jetzt schwimme ich erstmal rüber, denn im Gegensatz zu den Rittern können wir schwimmen.